Ja, der Aufhänger war, dass in den vergangenen Jahren immer wieder vereinzelt, aber regelmäßig Einzelfunde auftreten. Einzelfunde von unterschiedlichen Munitionsorten, mal eine Handvoll Gewehrmunition. Ich hab mal ein Maschinengewehr ausgegraben. Dann kam wieder über die Meldung ein paar 7,5 Granaten. Und so über das Jahr gesehen ergab sich ein Bild, dass es eine Fläche ist, wo man mit erhöhter Belastung rechnen sollte. Das Überraschende an der Sache war, dass wir bei dieser gezielten Suche nach dieser, ich sag mal, ständig auftretenden Munition plötzlich auf eine Bombe gestoßen sind. Und wir uns die Frage gestellt haben, hey, amerikanische Sprengbombe, wieso die hier? Und jetzt half uns der Zufall bzw. die Anwohner weiter, die ja seit Beginn an, seit der Eröffnung dieser Räumstelle eigentlich immer unser ständiger Begleiter war, die halfen uns mit Informationen, die uns bis dato überhaupt nicht bekannt waren. So kam im Prinzip dann raus, dass in diesem Raum und genau auf dieser Fläche zwei Flugzeuge abgestürzt sind, zumindest eins. Das zweite, das wissen wir noch nicht ganz genau, das werden wir demnächst noch suchen, aber eins ist mit hundertprozentiger Sicherheit hier runtergefallen. Die beiden Flugzeuge stammen aus einem Bomberpulk, der am 17.04. auf den letzten Bombenangriff auf Dresden im Anflug war und durch ein unglückliches Manöver, bedingt durch unglückliche Wetterlagen, haben die zwei Flugzeuge sich selber behindert, sind also kollidiert und eins davon ist mit seiner vollen Bombenlast hier abgestürzt. Und diese Information, die hat uns völlig überrascht. Also wir hatten mit allem gerechnet, aber mir selbst war nicht bekannt, dass hier in dem Bereich Abwurfmunition liegt. Und das war eben, sage ich mal, der Auslösepunkt zu der Aktion, die uns jetzt bevorsteht.